weil ich finde, das ist eine Weiterentwicklung, das ist ein guter Grundsatz und eine Basis gewesen für das Regionalmanagement, vor allen Dingen auch mit den jeweiligen Akteuren. Hier haben wir mit dem Playmobil sozusagen das Bild nachgestellt, was als Ist-Bild da war. Das heißt, eine von den regionalen Managern hat halt die anderen Figuren in einem Raum aufgestellt. Und dann ist sozusagen als Anfangsbild ist das hier rausgekommen, wie die in ihrem Prozess in Darmstadt-Dieburg zueinander stehen. Und dann haben wir alle Leute hier abgefragt, wie es denen an dem Platz geht, wen sie sehen können, wo sie drauf gucken, wen sie nicht sehen können. Oder ganz ausgerufen, das geht schon weiter. Das ist aber ein Bewegungsimpuls sozusagen. Ja, okay. Alles klar. Und dann kommt ein zweiter Schritt, wo es um Umstellungen geht. Und da folgt man immer der Frage, wer hat einen Bewegungsimpuls? Und wer als erstes einen Impuls hat, der führt den aus. Also hier in dem Beispiel war es so, dass der Verein gesagt hat, ich habe einen Impuls und hat mal probiert, sich hier hinzustellen. Und die anderen gucken, da, wo der Verein hinkommt, was besser oder schlechter für mich ist. Dann war aber so, nee, passt nicht, passt für die anderen auch nicht. Dann haben wir wieder zurückgestellt. Dann haben wir zwischendurch mal hier Positionen vertauscht. Komm, steh bei mir. Hier haben wir auch mal geguckt, dass die, wie ist es, wenn die andersrum stehen, immer auf Hinweise von denen, dass die gesagt haben, ja, ist schon ganz okay hier, aber passt mir noch nicht so ganz. Das Und die Fragestellung war ja, wie können wir zukünftig in diesem Prozess für die nächste Förderperiode besser zusammenarbeiten. Und man sieht hier, wenn man hier drauf guckt, dass wir hier passive Mitglieder haben, nämlich von BISO-Partnern, hier passive Vorstand aus dem Verein und hier passive öffentliche Partner haben. Und so ein bisschen war die Fragestellung daran, wie kriegt man die wieder auch aktiver und wer muss die ansprechen? Da haben wir bei denen hier zum Beispiel ausprobiert, ob der Landrat der richtige ist oder die anderen Vorstandsmitglieder. Solche Sachen haben wir dann einfach in der Aufstellung ausgetestet. Lassen wir so stehen, machen wir gut. Vielen Dank.